So, wir sind gerade bei Folge 99 angekommen in Vanilla Minecraft. Ich habe mir dazu was überlegt, das was wir eigentlich immer machen. Ich lasse die Welt sprengen von Darko und CO2. Ich habe vorher Backup gemacht, was ich zum Download anbiete. Das kann man auf meinem Discord downloaden für einen gewissen Zeitraum und danach nicht mehr. Das ist Folge 99. In Folge 100, die ich schon vor 2-3 Wochen aufgenommen habe. Das ist eine kleine Spezialfolge. Lasst euch einfach überraschen, denn ich persönlich spiele da nicht, sondern ich lasse meinen Charakter spielen. Und ich hoffe, dass die letzten Folgen noch gut Daumen nach oben von euch bekommen für den YouTube-Algorithmus und. Und ich entmute mich jetzt und dann kriegen die zwei ihre Kisten. Ja. So. Der linke ist das, was ich jetzt noch über hatte von meiner Rüstung, die ich vorher über hatte, weil ich habe die meisten Teile auch einfach auf Nether halt abgegradet. Und der andere ist, sollte eigentlich für meine normale, ich laufe herum Rüstung sein. Ich glaube, eine Rumrüstung und meine OP-Rüstung sollten die beiden Rüstungen schon dafür sein. Dark fängt einfach schon an. Ja, bei mir, das war ein Creeper. Bei mir am Haus sind Kisten für euch. Oh. Woher? Ich hab mir selbst welche gecraftet. Das sprengt einfach den Beacon. Ich hab 3 Stück craften können. Für jeden eine Kiste. Ich spreng das weg, was ich gebaut hab. CO2 macht erstmal Ike's Haus weg. Klein Tipp, nicht allzu viel, sonst fängt's an zu lecken. Kann mir jemand mal kurz mit mir jemand Tag noch eben machen? Was machen? Tag machen. Oder so. So. Das ist für dich, Justin, für den inaktivsten Mitspieler der Welt. Ja, er hat ja geschrieben, warum. Also zumindest hat er es mir privat geschrieben. Ich weiß nicht, ob er dir auch was geschrieben hatte. Nö. Nee, er hat momentan viel Schulstress und verstehe ich auch. Ich habe sowieso schon ewig nichts mehr von der Kohorte gehört. Was für eine Karotte? Kohorte. Also Benny und CO2. Justin. Ja. Ja. Ey, ich musste gerade noch, bevor ich euch das Zeug gebe, halt sagen, dass nach der Folge noch eine Special-Folge kommt, die ich schon ein paar Wochen... Ui, das könnte laggen. Die ich im Voraus schon ein paar Wochen vorher aufgenommen habe. Mit einem kleinen Spezialgast und nicht, dass die sich dann wundern, die Leute, dass Folge 99 alles kaputt ist und Folge 100 wieder alles heile. Und CO2 hat sein Fun und die armen Tiere. Oh, wer hat den Scheiß Wald angezündet? Das war ich. Ich will auch einmal was kaputt machen. Den Rest überlasse ich alles komplett euch. Ach, vom Nether und vom End habe ich kein Backup gemacht, denn das lasse ich unberührt. Falls ihr die Map wirklich im Singleplayer spielen wollt, dass ihr ein komplett neues End und Nether habt. Jo. Yep. So, die aufwendigste Arbeit war es, dieses beschissene Labyrinth zu bauen. Hab's geschafft! Was? Bin in der Mitte! So, bin in der Mitte! Wo ist eine dumme Elevator bei Ike? Ja, wo ist der Elevator? Warum haben wir auf der Mobfarm. Der funktioniert nicht, der Elevator!
Wo willst du hin? Nach unten. Nee. Der ist hier hinten in der Ecke, das weißt du doch. Stimmt, der nach unten ist in der Ecke. Haha! Mir geht's auch eigentlich nur um die Redstone-Konstruktion, weil die so nervig war zu bauen. Oh fuck. Ach, hier ist dann noch einer zum Hoch, ne? So, was macht der Darko? Wie kannst du Pfeile schießen, Darko? Du hast doch gar nichts in der Hand. Darko? Ja, ich habe einen Bogen in der Hand. Nee, du hast einen Kringelschwanz am Arsch mehr, nicht? Ey. Oh, der wird nie alt, der Witz. Ich kann nicht schnell genug mehr raus. Bist du gestorben? Das zweite Mal schon. Ja gut. Ich muss mich jetzt auch gerade mal eben gegen durch Stein durchbauen. Beim Iron Golem. Was hast du jetzt gemacht? Ich hab die Villager in die Luft gesprengt. Von Ike. Ja gut. Und das passt dem Iron Golem wohl nicht. Die hab Iron Golem. Ein echt nervenaufreibendes Projekt war das teilweise. Auf jeden Fall. Vor allem mit dir, Darko. Ey. Müsstest du aber mittlerweile gewohnt sein. Ja. Wow. Wie kam die da raus? Ja. Wenn du immer noch bei mir am Haus bist, die laufen dort auch hoch, wenn sie können. Darko setzt immer noch TNT. Das muss ja auch eine saubere Sprengung sein. Naja, Darko. Darko, 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 renn! Ey, ich wollte noch drin was machen. Ja, ich werde nicht mehr an mein TNT kommen, wenn ich Pech hab. Guck mal, eins hat überlebt! Ey, komm nicht mal an mein TNT ran. Warte. Die Iron Golems killen mich gerade die ganze Zeit. Nein, 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 nein. Wow. Eigentlich bring ich wohl. Die stehen halt auf dem Elevator. Nee, hier geht ein Loch nach unten bei deiner Kiste. Echt? Ja, da kannst du runterkommen. Oh, warte, 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 warte. Jetzt lass dich doch mal. Nicht bei der Kiste, die andere ist eigentlich die wichtige. Ich will den Iron Golem anzünden. Jetzt. Am besten mit Lava. Gut, die, die nichts drin hat, habe ich gerade weggemacht. Jo, die andere, da musst du halt irgendwie die Iron Golems killen. Also ich hab eine andere, die ist, reinkomme. Ach, nö, warte. Ist nur noch ein Eisengolem hier. Ja, den anderen kann ich runterlocken. Warte, warte, ich box den runter. So, kannst kommen. Oh. Die kommen da nicht hoch.
Wenigstens der See hat überlebt. Lebt immer noch. Die leben halt immer noch. Was lebt immer noch? Sündung. Die Eisengolems. Ich würde da nicht hin. Aber das Interessante ist, der See ist der einzige, der überlebt. So muss es sein. Ja, so muss es sein. Das hat ohne Heidenarbeit gekostet. Der See? Von dem wir nie wieder was gesehen haben, so ungefähr. Ja, es war ja auch einfach nur für mich. Da nahm ich jetzt lieber den Fallschaden in Kauf. Ike hat kein Haus mehr. Ja. Kurze Frage, explodiert TNT überhaupt unter Wasser? Ja, doch, es explodiert, aber es macht keinen Schaden. Ah, toll. Gut, dann bringt das nichts. Wolltest du ernsthaft meinen See in die Luft jagen? Warum nicht? Fehlt nur noch meine nervenaufreibendste Aufgabe. Boah, es leckt wegen den ganzen Hühnern. Aber nur bei dir. Ich habe sowieso mit Vanilla ein paar Probleme. Bei mir leckt hier überhaupt nichts. Kannst du einmal heilen? Und es hat Boom gemacht. Danke, reicht. Ich krieg immer einen neuen Fußboden. Ja, ja. Das könnte jetzt ein bisschen laggen. Nö. Ui. Ich dachte, da kriegt jemand einen neuen Fußboden. Ich wollte schon nichts sagen, dass mein Haus als letztes noch steht. Nee. Als letztes ist das Netherportal. Ja, das verabschiedet sich gerade auch. Was passiert eigentlich? Da hat jemand Schaden gekriegt. Wow! Das war ein Satz mit X, Taco! Alter, ich hab da so viel daran gepackt! Dafür erstmal Instant Damage. Ich hab schon Instant Damage! So. Also, Taco! Das kannst du doch besser! Alle guten Dinge sind drei! Taco, du bist ein Loser. Ei. Und das gibt's ja bei mir im Medienprojekt. Was dann immer die Map geschrottet wird. Darko, selbst in der Kuhfarm ist noch TNT. Oh nein, hier muss ich rein. Oh oh. Ich war noch nicht fertig. Alter. Hauptsache der Elevator steht noch. Ja, die Unzerstörer von TNT. Die kannst du nicht zerstören. Gut, ich würde sagen, das einzige Haus, was da wirklich steht, ist
Ja. Gorkins mehr. Ja, doch, das Dingsbums Haus. Die Picke und das Schwert haben als einziges überlebt. Okay, das Schwert nicht, aber die Picke. Da fehlt nur ein einziger Block. Ach, unser noch, kleines. Wir müssen noch Justins Haus auch eigentlich vernünftig. Nee. Wisst ihr, was noch fehlt? Villagerdorf. Das Villagerdorf. Ja, und die Picke muss noch gesprengt werden. Ja, auf die Picke kannst du verzichten. Nee. Jetzt, wie kommt man hier nochmal zu, wo ist der Zugang zum Villagerdorf? Also wie komme ich hier rüber? Ich TP euch gleich, ich bin schon auf dem Weg. Warum hast du den Frauenskin? Ich habe keinen Frauenskin. Ich habe einfach nur eine Rüstung an und einen Kopf auf. TP. Jetzt TPen! Jetzt! Hab ich! Nee. Nicht. Jetzt hast du. Yep. Ich geh auf die obere Etage. Okay, ich mach hier unten alles. Dann müssen hier ganz oben auf dem Dach aber auch noch welche platziert werden. Dann setz ich dort euch welche. Dass ihr das schön alles in die Luft jagen tut. Scheiße! Hier ist Redstone-Block verbaut. Oh, Ike. Hätte man ja früher drauf kommen können. Nö, ganz oben kommt er ja eh nicht hin. So. Mit der Zündung aber noch warten an sich. Klar, ich bin auch noch nicht fertig. Huh, das war knapp. Huh, ich vergesse jedes Mal, dass hier Redstone-Blöcke verbaut sind. Ich muss schon mit den Druckplatten aufpassen, dass ich da nichts hinsetze. Hast du das Dach komplett? Ich war nicht auf dem Dach, ne. Ich dachte, Ike hätte das Dach gemacht. Ja. Nicht ganz komplett. Ich hab nur so viel TNT. Was ist oft da CO2, da sind ja, Redstone-Blöcke. Ja, ich hab auch schon aufpassen müssen auf Redstone-Blöcke, weil die sind ja auch innen verbaut. Könnte ich noch überlegen? Oh. Der Turm fehlt noch komplett. Nee, da ist drinnen. Nicht. Da ist genug drinnen. Also. Willst du noch nicht zünden? Ich bin noch mittendrin. Ich gehe schon mal raus und suche mir einen geeigneten Platz. Oder Ike macht mich Game of 3. Wäre vielleicht schöner. Kann man das Spektakel von oben sehen? Ist eine Möglichkeit, aus dem ganzen Komplex rauszukommen? Ach ja, warte. Ja, die Eisentüren. Oder rausbauen. Warte mal. Ach, da unten bist du. Ich baue eine Zündschnur. Bau sie echt noch mal ein bisschen weiter weg. Dann kann man ja, hat man ja Zeit, das zu genießen. Ach du Scheiße, ey. Ich baue die halt wirklich extra weit weg, dass ich noch wegkommen kann. Nee, ich setz dich dann Spectator. So weit musst du es nicht machen. Juckt dich das eigentlich überhaupt nicht, Ike? Du hast das ja sehr aufwendig gebaut. Nö, ich hab doch ein Backup von der Welt. Ja, aber du wirst sie eh nie wieder verwenden. Nö, das nicht, aber CO2 sagt, wenn du gezündet hast, dann setz ich die Spectator. Ja, ich will jetzt noch den letzten Stack, die letzten beiden Stacks verbrauchen, das wäre auch ja.
genug verwendet haben. 64 noch? Also, weh tut's mir überhaupt nicht. Pff, warum? Es ist halt eine Welt. Wenn ich will, baue ich das Ding nochmal neu. Auf einer Singleplayer-Map oder hier, was mache ich? Kreatives Bauen. Es ist trotzdem Lebenszeit, die man verbraucht hat, wenn man so will. Ja, die 5-6 Folgen, die ich jetzt mittlerweile auch gelöscht hatte. Meine Güte. Der so, jetzt zünde. 2, 1, go. Und es geht los. Ja. Ja. Ach stimmt, da war ja noch unter dem Grasdecke unser altes Teil. Ja. Sehe ich jetzt erst wieder. Ich wusste nicht mehr genau, wo es ist. Ich habe kein Redstone mehr. Noch kein Dings, kein TNT mehr. So, da war das ein guter Abschluss für das Projekt. Fuck,